Eine halbe Million Arbeitsstunden, so viel Zeit haben die rund 3000 Prüfer der Industrie- und Handelskammer Dresden in den vergangenen 5 Jahren an ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Etwa 1700 von ihnen sind nun für dieses Engagement im Internationalen Kongresscenter Dresden geehrt worden. Die kommen ja alle als ganz aktiven Unternehmungen, arbeiten dort und machen neben ihrer Tätigkeit im Grunde diese Prüfung. Und dieses Miteinander und Füreinander zwischen der praktischen Arbeit, die sie sonst machen, und der Prüfungsarbeit, das macht eigentlich den Vorteil einer dualen Ausbildung aus. Mit ihren fachlichen Qualitäten, ihrem pädagogischen Gespür und ihren Erfahrungen tragen die Prüfer nicht nur dazu bei, dass die Abschlüsse der IHK Dresden eine hohe Anerkennung erfahren. Sie sind ebenso eine wichtige Stütze im dualen Ausbildungssystem. Ohne sie gäbe es nicht das erfolgreichste Exportmodell zur Fachkräftegewinnung, das es in meines Wissens in Europa gibt. Und dass Sie Ihre Arbeit als Prüferinnen und Prüfer ehrenamtlich leisten, das verdient eben diesen besonderen hohen Respekt, weil ehrenamtliche Tätigkeit ein Grundpfeiler jeder funktionierenden Gesellschaft ist. Mit der silbernen Ehrennadel erhielten 35 Prüfer eine besondere Auszeichnung, die bereits seit 20 Jahren Prüfungen betreuen. 73 Fachkräfte konnten die bronzene Ehrennadel für ihr 10-jähriges Engagement als ehrenamtliche Prüfer entgegennehmen. In meiner letzten Prüfertätigkeit zum Gesundheits- und Sozialfachwirt ist ja meine Branche. Und ich sehe also wieder die Entwicklung der jungen Leute da sind. Es sind viele, die von Krankenkassen kommen, die ich natürlich lieber im Pflegeberuf sehen würde, dort wo jetzt der Personalmangel herrscht. Aber es ist einfach die Interesse an der Person, die dann dahinter steckt. Und das Schicksal manchmal, wenn man die Prüfung nicht bestanden hat. Jährlich 15.000 Prüfungen in Aus- und Weiterbildungen werden im Kammerbezirk der IHK Dresden abgelegt. Dazu kommen noch über 4.000 Prüfungen für Meister, Fachwirte, Betriebswirte und Ausbilder. Damit die Qualität der Abschlüsse beibehalten wird, sind auch die Prüfer gefordert. Die langjährigen Erfahrungen zeigen im Grunde genommen, dass auch bei den Prüfern eine Qualifizierung vor sich geht und auf der anderen Seite natürlich über so viele Jahre auch, es gibt ja nicht nur die fachlichen Qualifikationen, die hier notwendig ist, sondern es ist auch die menschliche Qualifikation. Es ist im Grunde, dass das Aufeinanderzugehen, man muss die Jugendlichen, es sind ja vielmals junge Leute, verstehen, man muss denen die Prüfungsangst nehmen, man muss also auch psychologisch sehr aktiv sein. Dass das Ehrenamt als Prüfer bei der IHK Dresden weiterhin beliebt ist, zeigen die über 1600 Fachkräfte aus Unternehmen der Region, die diese Berufung in den vergangenen Jahren angenommen haben.